Ja, liebe Menschenkinder, willkommen wieder mal bei OINC Enterprise TV. Mit euch, was ich nie sage, vergiss immer mich selber zu sagen, ich bin der ODS King, Mann. OINC das Schwein. Represent. Ah, schmeckt fein. Ich bin hier heute mit dem Namen ohne Künstler wieder mal. Mama, Ein harter Sieg. Aber er möchte gerne Geschichtlich hören. Darum willkommen bei OINC Enterprise TV Literaturchannel hier zum zweiten, glaube ich. Jetzt muss ich mich hier noch schnell organisieren. Ich mache das gleich wie meine Lehrerin Französisch. Das ist eh nicht spät, bin ich zwar eigentlich nie beim Video machen. Ist ja gleich. Reden wir hier nicht von Lehrern. Oh, das ist top. Ey, schau dir das nicht an. Das ist Secret. Das musst du für dich haben. Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Wie komme ich zurück? Ich mache es jetzt einfach mal zu. Ja, jetzt ist es los. Also, ich finde die Page. Also, schau, du kannst auslesen zwischen. Nein, das kannst du. Rage Against the Machine. Das ist ein bisschen lang. Wo ist der Rest? Ah, hier. Ah, im Zug. Das ist ein Rage Against the Machine. Sklaven. Sklaven. Du hast Sklaven. Ja. Was verrät mir das über dich, Mann, du Sieg? Bist ja ein harter Sieg. Was du über Sklaven herrschst. Slaves to sale or the outsourced man. Ja, das denke ich. Also das geht um Rubrik, was auch immer. Aber ja, da habe ich echt genug Wasser. Also, jetzt gibt es einen unglaublichen Test. Der ist super. Der hat oh, OINC das Schwein geschrieben. Das ist ganz ein krasser Sieg. Ein extremer Literat. Ist literarisch bewandert in den Tälern von den Bergen oben abends drauf. Etc. Und jetzt müssen wir ganz gut durchspitzen, weil drei tra-tra-la-la. Also, das Ganze heißt Slave to Sales or the Outsourced Mind. Ja, das noch nicht so oft gibt. Ich bin da noch nicht so, aber jetzt geben wir Mühe. Das ist von mir. Kannst du eine kleine Randensaftwerbung bringen, bitte, bevor du das anfängst? Und sagen, dass der Das Demeter musst du selber Randensaft besser machen. als. Also ich arbeite ja für Ich viel, sehe aber aber nicht, wo vor ich die allem. Kamera. Wo, du mal die Kamera her, dass ich sehe, was ich. Du möchtest dich selber sehen? Bist du Nein, nicht mich narzisstisch? selber sehen, ich möchte den Randensaft einblenden. Ich habe jetzt ein paar Randensaft durchprobiert. Ich habe das Ganze in mehreren Ländern ausprobiert, Ja, also aber in das hätte man Deutschland zum können in Beispiel. OINC Enterprise TV Kulinarik Channel bringen, Mann. Das Warum? ist eine Schleichwerbung. Das ist eine Schleichwerbung. Ja, So das ich bildet der da nicht Scheiß und nachher erzählen. dann so ein bisschen Schleichwerbung. Das ist also wirklich die beste Qualität. Ihr werdet Biota nie mehr anlängen, wenn ihr den Du hast noch 5 Demeter. Sekunden. Rotbetensaft. Kauft Rotbetensaft von Demeter. Halt. Lalala. Also gut. So viel zu Saft. So. Kennt ihr das Phänomen, dass Geräte, so banal sie auch sein mögen, immer scheinintelligenter designt werden? Als alles anfing mit diesen Klebergeräten, habe ich das ja tatsächlich für bare Münze genommen. Ich malte mir aus, wie toll das sein muss, mit meinem smarten Stabmixer über Goethes Faust zu debattieren, während ich meine Gemüsesuppe püriere, oder wie er billige Witze reißt, wie: Mann, mir wird schlecht, gleich kotze ich dir in dein Milchshake. Leider war meine Vorstellung meilenweit von der Realität entfernt. Ich möchte das hier jetzt anhand eines dieser smarten Produkte veranschaulichen. Auftritt die Kaffeemaschine. Eben mal schnell einen Knopf drücken und in kurzer Zeit einen Kaffee genießen. Denkst du, diese Zeiten sind vorbei? Heutzutage ist eine Kaffeemaschine eben smart.
Das heißt, erstmal Maschine anschalten, dann warten, bis Windows 10.3.2 aufgestartet wird. Um gleich den ersten Befehl des kleinen pseudo-intelligenten Kaffeebuden-Offiziers entgegenzunehmen. Ein neues Update ist verfügbar. Sagt man da Update oder Update? Ich bin mir nicht sicher. Bitte verbinden Sie Ihren Kaffeeautomaten mit dem Internet. Ich habe ja zum Glück in so einer Situation einen Reflex des gesunden Menschenverstandes, der mich dazu anregt, die Maschine sorgsam in meinen Arm zu nehmen und sie anschließend mit Wucht auf den Boden zu werfen. Aber der Durchschnittskonsument, ja du, genau, verfügt leider nicht über mein Maß an Weisheit und empfindet Befehle als stabilisierend und beruhigend. Deshalb macht er auch brav das Update in der Überzeugung, danach auf unglaublich einfache Art und Weise seinen Kaffee zu bekommen. So, nach Beendigung des Updates die frohe Botschaft. Ihr Kaffeeautomat kann ab sofort auch laktosefreie Milch verarbeiten. Und mehrere Sicherheitslücken wurden geschlossen, um den Zugriff von Drittpersonen oder fremden Regierungen auf Ihren Kaffeeautomaten zu verhindern. Gelesen haben. Drückt der Konsument nun zärtlich und voller Zuversicht auf den Knopf mit dem kleinen Kaffeetässchen, und endlich seine Augen aufzukriegen. Die sind im Moment nämlich immer noch im Schlitzmodus und so erblickt er in seinem eingeschränkten Blickfeld den HD-Display mit den 235 Millionen Farben seiner Kaffeemaschine und da steht, der Kaffeebehälter ist voll, bitte lernen Sie den Kaffeebehälter. Okay, nach dem Ganzen soll es daran ja nicht scheitern. Also Kaffeebehälter leeren, Knopf drücken, Espresso schlürfen. Der Wasserbehälter ist leer. Bitte füllen Sie den Wasserbehälter auf. In diesem Moment werden die Labieren unter den Durchschnittskonsumenten sich ein leises nicht verkneifen können. Wenn Sie weiterhin als Knechte von Ritter Bohne den Wasserbehälter auffüllen. Gut, das klar. Diese Tätigkeit erledigen Sie mit einem einzigen klaren Gedanken. Wasserbehälter auffüllen, Knopf drücken, Espresso schlürfen! Der Wasserdruck ist voll, bitte lernen Sie den Wasserdruck. Der einzige klare Gedanke wird langsam zum Mantra, ja? Wasserdruck lernen, Knopf drücken, Espresso schlürfen, Wasserdruck lernen, Knopf drücken, Espresso schlürfen. Schon erstaunlich, dass Leute gerne mal 1000 Franken für so eine smarte Kaffeemaschine geben, ja? Kann man auch Secondhand kaufen. Aber der Durchschnittskonsument lässt sich nicht beirren. Er weiß, dass dieses Geld gut investiert ist und damit er viel Zeit und damit Geld spart, weil er nur noch auf einen Knopf drücken muss und in der kürzesten Zeit seinen Kaffee genießen klumpt. Ja, der hat uns alle manipuliert, der Wichser. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wasserdruck leeren, Knopf drücken, Espresso schlürfen, genau. Die Filter sind verunreinigt, es wird penetrant. Und dann belehrend. Eine regelmäßige Wartung des Kaffeeautomaten garantiert die gleichbleibende Qualität der Produkte. Ja, und dann noch vorausschauend. Der große Service Ihres Kaffeeautomaten ist fällig in 3 Monaten und 17 Tagen. An diesem Punkt denken viele darüber nach, wieder auf Druck umzustellen. Aber jene, die diese Quests gemeistert haben und den Knopf drücken und es passiert auch tatsächlich das, was das Symbol auf eben jedem Knopf suggeriert, um die Mühle setzen sich in Gang, die Bogen werden zambal, die Pumpe pumpt, das Wasser erhitzt, die Tassen wartet ungeduldig auf ihres braunes, das braunes Bad. Und dann fließt tatsächlich in der kürzesten Zeit ein Espresso in die Tasse. Die werden merken, dass der Kaffee scheiße schmeckt. Wieso? Tja, weil sie die 1500 Seiten lange Bedienungsanleitung nicht gelesen haben, weswegen sie unter den 36.087 möglichen Grob- und Feineinstellungen der für ihre Bohnen und ihre Vorlieben des Kaffeegenusses hoch vorzunehmen technischen Einstellungen nicht erfolgt sind. Ja. Das heißt, ihr seid selber schuld, ihr Pisser. Ja, Entschuldigung.
Bei Oink Enterprise TV darf man das sagen. Ihr Pisser. Nun, liebe Durchschnittskonsumenten, tut und lasst, was ihr wollt. Damit meine ich, dass ihr nach einer gewissen Anzahl dramatischer Momente unterwürfigen Befehlsausführung eurem smarten Kaffeeautomaten durchaus einen Dienst quittieren dürft. So, weil über einen kürzeren oder längeren Zeitraum auch noch der letzte Durchschnittskonsument einsieht, dass er lediglich plumpen Verkaufsargumenten zum Opfer gefallen ist, muss der Durchschnittskonsument nun auf seinen Kaffee verzichten. Nein, denn er kann neuerdings ganz und gar unintelligente Kaffeemaschinen kaufen. Die sind auch pädagogisch wertvoll, weil der Konsument selber erkennen muss, dass der Wasserbehälter leer ist. Trotzdem wird der Benutzer handwerklich und technisch nicht überfordert. Dank diesem revolutionären Kapselsystem, in dieser Kapsel befindet sich nämlich gemahlener Kaffee für eine kleine oder noch kleinere Tasse Kaffee. Die Kombination von gesunder Selbstinitiative beim Füllen des Wasserbehälters und Entleeren des Gebrauchtkapselfangbehälters einerseits und der simplen Umgang mit einer Kaffeekapsel andererseits, welches bipolarisch, etwa polär, die motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Anwender fördert, ohne dieselbe zu überfordern, verhilft dem Kombat der dummen Kaffeemaschine zu einem durchschlagenden Erfolg. Das Tolle ist auch, dass bei diesen Kapselmaschinen die ganze teure Intelligenz wegfällt, wodurch sie schon für unter 100 Franken zu haben sind. Ja. Und da der Durchschnittskonsument nur durchschnittlich rechnen kann, fällt ihm auch nicht auf, dass er jetzt zwischen 60 und 100 Franken für ein Kilo Kaffee bezahlt. Das ist wahrlich kein gutes Verkaufsargument. Deshalb wird es auch nicht erwähnt. What else? Ich meinerseits trinke kaum noch Kaffee und wenn doch, dann im Kaffee, dann zahle ich zwar 360 Franken pro 100 Kaffeetassen, aber wenigstens muss ich mich nicht mit den Scheinintelligenzen des Kaffeeautomaten oder der völlig irrationalen...